Amerikanisches Kriegsschiff verletzt russische Staatsgrenze. Ein amerikanisches Kriegsschiff hat die russische Staatsgrenze im Bereich des Japanischen Meeres verletzt. Der russische Kreuzer Admiral Tribuz zwang das amerikanische Schiff zur Umkehr. Der Einsatz des russischen Kriegsschiffes erfolgte unter Beachtung der internationalen Regeln der Seeschifffahrt, informierte das russische Verteidigungsministerium. Die Mannschaft des russischen Schiffes informierte den amerikanischen Kreuzer über das Eindringen in einen gesperrten russischen Seebereich, in dem gegenwärtig eine Übung mit Seeschießen stattfindet. Nachdem sich das russische Kriegsschiff dem amerikanischen Schiff auf bis zu 60 Metern genähert hatte, nahmen die Amerikaner einen Kurswechsel vor und verließen die russischen Hoheitsgewässer. Der amerikanische Zerstörer befindet sich bereits seit einigen Tagen in diesem Gebiet und hatte sich bereits mehrmals der russischen Staatsgrenze genähert.